Was die KI eben noch nicht kann, ist 100% verlässlich zu sein. Und es gibt auch theoretische Resultate, die belegen, dass das wirklich sehr schwierig ist, das zu erreichen. Das ist so ein rasant fortschreitendes Gebiet, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß, was in 5 Jahren sein wird. Was wir aber schon sagen können, ist, dass in unserem Alltag immer mehr Daten gesammelt werden in immer größerem Ausmaß und dass immer mehr Daten dann auch verarbeitet werden, um die KI zu verbessern. Was das zur Folge hat, ist, dass ich sicher sagen kann, dass KI viel über uns wissen wird. Und dass diese KI dann auch verantwortungsvoll mit diesen Daten umgeht und dass die Algorithmen dann auch verlässlich sind, das gilt es zu gewährleisten. Wir sprechen ja immer von ChatGPT und wie das unsere Erwartungen übertroffen hat. Aber auf der anderen Seite gibt es auch andere Gebiete wie das autonome Fahren. Und da hat zum Beispiel Apple sein Forschungsprogramm, ich glaube vor 2 Tagen, eingestellt. Und der Zeitpunkt, dass autonomes Fahren kommen soll, rückt immer weiter in die Zukunft. Jetzt, warum ist es in dem einen Gebiet so erfolgreich und in dem anderen nicht? Der Grund ist, beim autonomen Fahren handelt es sich um ein sicherheitskritisches Anwendungsproblem. Wir alle wissen, dass unglaubliche Ressourcen verbraucht werden, um KIs zu trainieren und auch laufen zu lassen. Und auf der einen Seite hat es natürlich schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Auf der anderen Seite macht es die KI auch irgendwie zu faul, um wirklich intelligent zu werden. Die KI wird nicht gezwungen, wirklich intelligent zu sein. Und das könnte man auch dadurch erreichen, dass man die Modelle kleiner macht und dafür aber zwingt, sich wirklich anzustrengen, wenn sie was lernen. Damit würde man auch ressourcenschonender arbeiten können. Horrorszenarien, dass sich irgendwie eine böse Intelligenz entwickeln wird, die uns dann ausrotten wird, die teile ich persönlich nicht. Was ich auch glaube, ist, dass durch diese Datensammlung und Datenverarbeitung von auch individuellen Daten die Privatsphäre und die Anonymität ein bisschen verloren gehen könnte. Die KI hat unglaubliche Entwicklungen durchgemacht und ganz tolle Resultate zustande gebracht. Aber um sie wirklich verlässlich zu machen und auch für kritische Anwendungen einsetzbar zu machen, ist es noch ein sehr langer Weg. Es braucht Grundlagenforschung, es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs und es braucht Regulatorien. Und an all diesen Dingen müssen wir als Gesellschaft arbeiten.